Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um Fußball. Genau, wir sind mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft und die Weltmeisterschaft ist eine fantastische Möglichkeit, um euch einige Grundprinzipien des Optionshandels zu erklären. Und welche das sind und was das hier mit diesen Cashen zu tun hat, darum geht es jetzt in diesem Video. Also seit 3 Tagen ist es jetzt soweit. Die WM ist gestartet. Morgen ja dann das erste Spiel unserer Jungs gegen Mexiko. Sonntag 17 Uhr, kein YouTube schauen, Deutschland gegen Mexiko anschauen. Und wer das Video heute sieht, schaut mal in eure E-Mail morgen rein. Morgen gibt es unter dem Programm oder unter dem Promocode WM2018 bei uns auch einen sehr, sehr coolen Rabatt. 11% auf 2 Produkte. Und zwar warum? Wir unterstützen unsere Jungs, ne? 11 Freunde müsste sein. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Punkt. Und zwar, Fußball und ist eine fantastische Möglichkeit, gerade so ein Turnier, damit man anhand der Mannschaften ein paar Grundprinzipien des Optionshandels erklären kann. Und zwar fangen wir mal als allererstes an mit dem Thema Wahrscheinlichkeit. Ihr wisst, beim Optionshandel kann man sowohl Optionen kaufen, man kann sie aber auch verkaufen. Und so ähnlich ist es auch hier. Es gibt bei dieser Fußball-WM insgesamt 32 Mannschaften. Ich habe extra nochmal nachgezählt. Es gibt insgesamt 32 Mannschaften, die alle Weltmeister werden wollen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr sagt, okay, ich möchte hier eine Wette machen und ihr habt die Möglichkeit, sagen wir mal, 3 Mannschaften herauszusuchen, die Weltmeister werden können. Ne? Also dann guckt ihr euch das Ganze an, ihr guckt vielleicht euch irgendwelche Statistiken an. Ich habe heute noch eine Statistik gelesen, dass Mathematiker herausgefunden haben, dass statistisch betrachtet muss Deutschland Weltmeister werden. Ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall den Jungs die Daumen. Aber ihr sucht euch also 3 Mannschaften raus. Irgendwelche. Ne? Und ihr sagt vielleicht, okay, Brasilien wird Weltmeister. Also hier sagt man hier Brasilien. Oder natürlich nein, Deutschland wird Weltmeister. Oder aber ihr seid ganz verwegen und sagt, nein, ich tippe darauf, dass Saudi-Arabien Weltmeister wird. Oder Russland oder was auch immer. Auf jeden Fall. Ihr sucht euch halt hier, ihr habt euch 3 Mannschaften herausgesucht und tippt auf die. Und das Ganze ist so ein bisschen wie Optionen kaufen. Warum? Wenn ihr eine Option kauft, egal ob das jetzt ein Put oder ein Call ist, dann muss sich das Underlying, also auf das, worauf sich diese Option bezieht, auch bewegen. Mal unsere Fußballsprache übersetzt. Wenn ihr diese 3 Mannschaften getippt habt, sagt, die werden Weltmeister, dann müssen die auch Weltmeister werden. Sonst verdient ihr kein Geld. Ne? Das heißt also, das Underlying, wenn es sich nicht bewegt oder gegen eure Erwartungshaltung sich bewegt, ihr habt einen Call gekauft, weil ihr erwartet, dass das Underlying steigt, aber der fällt, naja, also das Underlying fällt, dann verdient ihr kein Geld. Und hier ist es halt genauso. Ne? So. Indem ihr also eine direktionale Entscheidung trefft, dann muss sich auch im Underlying was bewegen. Wenn ihr dagegen jetzt hergeht und sagt, ich habe eigentlich gar keine so richtige Ahnung, wer hier Weltmeister wird, aber gibt es denn da nicht die Möglichkeit, auch auf der anderen Seite ein bisschen Geld zu verdienen? Und ihr würdet umgekehrt sagen, ich suche mir mal 3 Mannschaften heraus, die nicht Weltmeister werden. Ne? Also sagt, okay, ihr sucht euch hier ein paar raus und sagt, die werden nicht Weltmeister und die werden nicht Weltmeister und die hier werden nicht Weltmeister. Was weiß ich, Mexiko, keine Ahnung, Saudi-Arabien, irgendjemand. Ne? Und ihr sucht euch diese 3 heraus. So. Wie schaut das Ganze dann aus? Ihr habt bei der ersten Wette 32 Mannschaften, die Weltmeister werden wollen und ihr sucht euch 3 raus. Die 3 müssen es dann aber auch werden. Ne? Wenn ihr euch die hier heraussucht und sagt, okay, ich verkaufe quasi eine Option und wette darauf, dass ein Ereignis nicht mehr eintritt, ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit viel, viel größer. Wenn ihr also sagt, Saudi-Arabien wird nicht Weltmeister, dann spielt es überhaupt keine Rolle, was in den ersten Spielen passiert. Dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob die gut oder schlecht spielen. Das Einzige, was eintreffen muss,
die dürfen nicht Weltmeister werden. Und die Chance dazu wird relativ groß sein. Und hier ist es auch so, dass ihr im Grunde genommen, so ähnlich wie beim Lotto, einer von den 32 kann es ja nur werden. Ihr habt 32 Mannschaften und einer kann es nur werden. Ne? Das heißt, 31 werden es nicht, einer wird es. Und ihr müsst jetzt genau herausfinden, wer wird es. So wie Call oder Put kaufen. Es muss genau das eintreffen, was ihr euch vorgestellt habt. Wenn ihr aber sagt, hey, ich wette darauf, dass diese Mannschaft definitiv nicht Weltmeister wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit eurer Wette richtig liegt, viel, viel größer. Und das ist der Verkauf von Optionen. Wenn ihr also sagt, ich erwarte, dass der Preis von Gold, als Beispiel, dass der Preis von Gold steigt, habt ihr immer die Möglichkeit, direktional zu handeln. Ihr kauft einen Call oder aber ihr habt die Möglichkeit, non-direktional zu handeln. Das heißt, ihr verkauft einen Put und sagt, ich gehe davon aus, dass Gold steigt. Meine Wette ist aber die, dass es nicht $150 fällt. Und jetzt habt ihr ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ne? Gold kann steigen, richtig. Es kann aber auch seitwärts laufen, gewinnt ihr auch. Und es kann sogar leicht fallen, nämlich weniger als das, wo ihr euren Strike platziert habt. Und ihr gewinnt trotzdem. Das heißt, eure Chancen sind viel, viel größer. Und wenn ihr mal euch Wettangebote anschaut von Buchmachern, ne, oder so klassischen Wettbüros, dann werdet ihr feststellen, dass es ganz viele dieser Wetten hier gibt. Ihr könnt immer wetten, wer irgendetwas macht. Wer wird Weltmeister? Wer schießt die meisten Tore? Wer hat die meisten Ecken? Wie geht das aus? Was ihr aber nie wetten könnt, ist, was tritt denn nicht ein? Ihr könnt nicht wetten, dass Saudi-Arabien kein Weltmeister wird. Da gibt es keine Wette. Warum? Weil die Gewinnwahrscheinlichkeit so extrem groß wäre, dass viele professionelle Händler das machen würden. Und genauso ist es an der Börse. Ne? Die Masse wird immer sagen, ich kaufe Optionen, was nicht schlecht sein muss, aber die Gewinnwahrscheinlichkeiten, nicht die Höhe der Gewinne, da kommen wir jetzt gleich darauf, aber die Gewinnwahrscheinlichkeiten sind natürlich beim Verkauf viel, viel größer. Also Prinzip Nummer 1, Wahrscheinlichkeiten. Prinzip Nummer 2, Zeitwertverfall. Wenn ihr sagt, ich habe darauf gewettet, dass hier Deutschland Weltmeister wird. Okay? Ihr habt gewettet, Deutschland wird Weltmeister. So. Wie lange habt ihr dann Zeit, damit eure Wette aufgeht? Genau bis zum Ende des Turniers, also maximal bis zum Finale. Bis dahin muss Deutschland Weltmeister sein. Ihr könnt das Ding nicht aussitzen. Also wenn es Deutschland dieses Jahr nicht schafft, Weltmeister zu werden, dann könnt ihr nicht sagen, naja, okay, dann probieren wir es beim zweiten Mal. Nein, da ist eure Wette vorbei. Und wenn ihr eben sagt, ich erwarte, dass Gold steigt und ihr kauft eine Call-Option und ihr habt eine Restlaufzeit von, sagen wir mal, 3 Monaten, dann muss eben in 3 Monaten euer Ergebnis, was ihr wolltet, eingetreten sein. Und tritt es nicht ein, dann wird die Option jeden Tag ein ganz klein bisschen weniger wert. Das ist der sogenannte Zeitwertverfall. Wenn ihr dagegen das Ganze umdreht und sagt, hey, ich wette darauf, dass, nehmen wir mal hier die, dass, wir bleiben mal dabei, Saudi-Arabien nicht Weltmeister wird. Was passiert dann? Dann dürfen die das in den nächsten 4 Wochen einfach nicht werden. Ob die in 10 Jahren mal Weltmeister werden oder sonst, das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, jeder Tag, der vergeht und Saudi-Arabien ist nicht Weltmeister, wird eure Wette etwas weniger wert. Und da ihr das Geld bekommen habt, wenn es denn das gäbe, würdet ihr auch entsprechend hier immer mehr in den Gewinn hineinkommen. Das heißt, während für den Optionskäufer der Zeitwertverfall immer der Feind ist, ist es für den Optionsverkäufer immer der Freund. So, letzter Punkt. Höhe der Prämie oder Höhe des möglichen Gewinns gegenüber der Wahrscheinlichkeit. Machen wir wieder Folgendes. Wir haben darauf gewettet, dass Deutschland Weltmeister wird. Aktuell vor Beginn des Turniers und vor dem ersten Spiel liegen die Quoten circa bei 5 Euro bis 5,50 Euro. Das heißt also, wenn ihr sagt, ihr investiert 1 Euro
Und Deutschland wird dann Weltmeister, bekommt ihr 5,50 Euro Gewinn. Fantastisch. Ja? Also das ist eine Prämie über die, oder eine Performance, wenn man es so nennen will, und das auch noch in 4 Wochen, wenn es eintritt, die natürlich exorbitant ist. Das heißt, wenn ihr, jetzt kommen wir wieder zu den Optionen, eine Option zur richtigen Zeit kauft, den richtigen Strike gewählt habt und dann das Ereignis auch genauso eintrifft, dann könnt ihr enormes Geld mit dem Kauf von Optionen erzielen. Das heißt, dann können Sie auch mal Optionen vervielfachen. Als jetzt vor einigen Tagen Tesla von ungefähr 280 auf 340 gestiegen ist, haben wir uns hier in der Firma einen Call angeschaut. Den haben wir leider im Vorfeld nicht so auf der Rechnung gehabt, sondern wir haben das dann gelesen auf Twitter, dass es da wohl einen Trade gab. Und da hatte jemand einen Call gekauft mit 14 Tagen Rest oder 12 Tagen Restlaufzeit, weit aus dem Geld. Und dieser Call ist von $25 auf $925 angestiegen. Fantastische Performance. So, das heißt, wenn ihr richtig trefft beim Kauf von Optionen, macht ihr enorme Gewinne. Aber, jetzt haben wir hier das Ding wieder mit der Wahrscheinlichkeit. Ihr müsst eben auch noch genau den richtigen Punkt treffen. Das heißt, nicht nur die richtige Option, sondern das Underlying muss sich genauso bewegen, wie ihr es euch erwartet habt. Es muss also in der richtigen Zeit, in der richtigen Geschwindigkeit, muss es sich dahin bewegen, was ihr euch erwartet habt. Sonst habt ihr ja den Zeitwertverlust gegen euch und den habt ihr am Anfang auf jeden Fall ja bezahlt in Höhe einer Prämie. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt dagegen sagt, okay, diese Wette gibt es ja leider nicht, aber wenn ihr jetzt wetten würdet, Saudi-Arabien wird nicht Weltmeister und ihr würdet da 1 Euro investieren. Na, aber wie hoch wäre da die Gewinnwahrscheinlichkeit? Also was würde euch ein Buchmacher, wenn es denn die Wette gäbe, auszahlen? Ich weiß es nicht genau, übrigens, wenn es so eine Wette gibt. Ne? Also wenn ihr irgendwo da unterwegs seid, ich gucke ja nur diese klassischen Wettanbieter bei uns an, aber wenn ihr jetzt in England oder sonst irgendwo unterwegs seid und ihr sagt, es gibt diese Wette, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Aber überlegen wir mal, wenn wir jetzt sagen würden, okay, für 1 Euro, den ihr einsetzt und wettet, dass Saudi-Arabien nicht Weltmeister wird, bekommt ihr am Ende 1,05 Euro zurück. Okay? Das heißt, wenn Deutschland gewinnt, ihr habt richtig getippt, bekommt ihr 5 Euro zurück, also macht 4 Euro Gewinn. Und wenn Saudi-Arabien nicht Weltmeister wird und ihr hättet das getippt, bekommt ihr 5 Cent. Extremer Unterschied. Extremes Beispiel auch. Aber daran seht ihr, dass je höher die Wahrscheinlichkeit für einen Trade ist, umso geringer ist dann auch der Ertrag. Das heißt, wenn ihr eben heute wettet, das machen wir auch wieder das Beispiel nochmal mit Gold, wenn ihr heute wettet, dass Gold innerhalb der nächsten 4 Wochen nicht auf 500 fällt oder auf 3000 steigt, dann könnt ihr diese Wette machen. Aber euer Ertrag wird sehr, sehr gering sein. Der ist aber eben fast zu 100% sicher. Ne? Fast zu 100%. Fast so sicher wie die Tatsache, dass Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht Weltmeister wird. 99,9%. Kann Saudi-Arabien Weltmeister werden? Klar. Kann Gold auf 500 fallen oder auf 3000 steigen? Genauso klar. Ne? Extrem unwahrscheinlich, kann aber passieren. Und ihr müsst für euch jetzt einfach herausfinden, da ist weder das eine noch das andere besser. Also Kauf von Optionen oder Verkauf von Optionen, da gibt es nicht, das ist besser oder das ist besser. Es gibt für beides sehr, sehr gute Argumente. Ihr müsst bloß für euch herausfinden, mit was könnt ihr besser leben. Die meisten Leute leben besser damit, gefühlt, dass sie sagen, ich tippe hier auf Deutschland oder auf Spanien oder Frankreich oder Brasilien oder was weiß ich wen. Ich tippe also auf eine Mannschaft oder ich kaufe mir eine Option und hoffe auf den großen Jackpot. Ne? Das Gefühl, wenn es mal eintritt, ist super. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eben sehr, sehr gering. Ich dagegen habe eben für mich entschieden zu sagen, na, ich tippe lieber das, was wahrscheinlich nicht eintritt. Ich verkaufe lieber Optionen und akzeptiere, dass ich dann einen niedrigeren Gewinn habe, aber den mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit und im langfristigen Bereich kann ich das gut skalieren. Und ja, natürlich wird immer mal eins passieren, dass die Weltmeister werden oder dass meine verkaufte Option ins Geld geht und ich
deutlich mehr Verlust habe, als ich vielleicht in einem einzelnen Trade Gewinn habe. Auf lange Sicht betrachtet, wer aber immer sagen wird, kommt nochmal kurz zurück mit mir in diese Fußballanalogie. Wenn ich immer darauf tippe, dass der Unwahrscheinlichste nicht Weltmeister wird, ne, werde ich auf Dauer Gewinner sein. Jetzt ist so eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht unbedingt das optimale Instrument, um das zu testen, weil die ist ja nur alle 4 Jahre. So, aber wenn ihr beispielsweise mal eins macht, und ihr könnt das ruhig mal machen, setzt euch mal hin und macht mal die nächsten 8, 10, 12 Wochen Folgendes. Immer wenn Lotto gespielt wird, tippt ihr nicht die 5 Zahlen, die kommen, sondern für euch einfach mal die 5 Zahlen, die nicht kommen. Und ihr werdet erstaunt feststellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr da Trefferquoten erzielt. Probiert es einfach mal aus. So, jetzt an dieser Stelle war es das für heute, weil wir müssen uns ja so langsam auf das morgige Spiel der Deutschen vorbereiten. Ne? Also schon mal noch, schaut nach, habt ihr noch genügend Grillkohle, ist das Bier kalt gestellt, sind genügend Steaks da und oder Nachos, wir spielen ja gegen Mexiko, also was auch immer. Schaut euch auch mal wirklich solche Dinge auch, wie eben hier Fußballwetten und so weiter, mal unter dem Aspekt an Gewinnwahrscheinlichkeit, Zeitwertverfall und so weiter. Weil damit bekommt ihr einen relativ guten Übergang auch zum Thema Optionen, gerade wenn ihr überhaupt noch nicht im Thema Optionen drin seid. Danke fürs Zuschauen. Wir drücken die Daumen. Ich hoffe ja auch, schreibt mir mal unten rein in die Kommentare, was tippt ihr? Wer wird definitiv nicht Weltmeister und wer wird Weltmeister? Ne? Und macht mal vielleicht auch für euch dieses kleine Spiel und sagt, okay, nehmt euch diese 32 Mannschaften her und macht es mal noch ein bisschen scheinbar komplizierter, und zwar tippt mal 10 Mannschaften oder 15, also macht 16, die Hälfte, tippt mal 16 Mannschaften, die nicht Weltmeister werden und tippt mal den einen, der Weltmeister wird. Und dann schaut ihr mal am Ende nach, wo ihr besser lagt. Okay? In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen, euch ein wunderbares Wochenende, viel Spaß beim Fußball. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.